Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem stunt-scooter.de Kanal. Heute werden Alex und ich ein schönes Game of Pick spielen. Wir sind heute auf jeden Fall in der Sketchy Place Halle und ich wollte schon mal im Voraus Entschuldigung sagen, da drüben auf jeden Fall auch andere Leute fahren und es könnte ein bisschen lauter werden. Aber naja, ich würde mal sagen, lass mal rübergehen. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das wäre sehr cool. Und ja, wir sind jetzt drüben. Vielleicht, wie man hören kann, wie ich auch gesagt habe, es ist ein bisschen laut hier. Aber naja, was soll's. Wir machen jetzt erstmal ein Schere, Stein, Papier, um zu entscheiden, wer als erstes anfängt. Ja! Danny, natürlich. Du gewinnst auch jedes Mal. Immer. So, dein Zeit, was machst du? Was mach ich? So, ich habe überlegt, ich mache jetzt einen Inward auf den Stepper-Plane. Oh, sketchy! Alter, das ist jetzt auf jeden Fall mein Set. Ich muss den jetzt auf jeden Fall nachmachen. Ich bin mal echt gespannt, ob ich den mal aufschaffe. Ja, aber auf jeden Fall viel cleaner als meiner. Der ging auf jeden Fall. So, dann ist es jetzt mein Set. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal zu der Bank rüber, wo wir auch angefangen haben. Da werde ich einmal ein Nose-Manual rüber machen. Nose-Manual? Ein Nose-Manual. Oh. Ich glaube, für dich wird es eine kleine Herausforderung sein, ja. Weil Nose-Manual ist, ich glaube, das ist nicht so deins. Nee. Aber naja, lass mal rübergehen. Oh. Jetzt auf jeden Fall Dannys Set. Er muss den nachmachen. Ich bin echt gespannt, Leute, ob er den schafft. Weil Nosey sind wirklich nicht Dannys Ding. Oh Mann. By the way, wir spielen auf jeden Fall mit zwei Tries und einem Rezo. Und am Ende natürlich bei dem letzten Buchstaben gibt es halt automatisch drei Tries. Oh. Du hast einen Buchstaben, okay. Er hat einen AP. Nein, was machst du? Also ich werde jetzt an der Curve ein Feeble Smith Dumbwood machen. Oh. Sehr geil. Zum Glück geschafft. Mal gucken, wie es bei Alex aussieht. Dann ist wieder Mindset. Ich werde auf jeden Fall an der Quarter hier neben mir einen Bluntstall. Komm mal einmal mit. Ich zeige auf jeden Fall für manche, die es nicht wissen. Das ist ein Bluntstall, also zwischen dem Deck und dem Wheel. Vielleicht wusste das irgendwer nicht, dann würde ich sagen. Er war auf jeden Fall nicht. Ich glaube, man konnte es sehen. Ich bin auf jeden Fall nur hiermit auf den Cooping gekommen, das heißt nicht hier zwischen. Dann würde ich sagen, es ist dein Set. Ich werde jetzt ein paar schwere Rückschütze ausfahren. Nämlich mache ich über die Wesley-Box eine 260 Double Bump. Was, Alter? Das ist ganz schön böse. Vor allem fahren wir heute mal ohne Knieschoner. Ich habe meine heute leider zu Hause vergessen. Ich bin sehr gespannt, ob Danny den schafft. Ja. Einfach first try. Nice. Der war auf jeden Fall clean. Ich würde mal sagen, das ist mein Set. Ich habe jetzt natürlich auch auf jeden Fall einen Buchstaben. Alter, aber der war schon clean. Also deiner. Ich bin dran. Ich werde jetzt ein Handland an der Wall machen. Handland! Das ist auf jeden Fall dein Lieblingstrick. Gehen wir einmal rüber zu der Wall. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Danny nicht steht. Ich habe noch nie so gut geschafft. So, ich werde noch einen Trick über die Resi machen und zwar einen Double hier rüber, Double. Boah. Nice. Let's go. Close. Aber leider nicht geschafft. War sehr close. So, jetzt bin ich auf jeden Fall dran. Wir waren ja schon mal bei der Bank, haben Nosey gemacht. Nein, was kommt? Jetzt kommt ein Nosey 360. Digga. Oder nie, Leute. Wisst ihr, was ich mache? Ich mach dir den Flat. Ich mach den hier einfach im Flat. Flat. Nosey 360. Yo. Alter, first try. Der war echt geil. Oh. Ein Try. Alter, der war schon echt gut. Diesmal hast du den Safe. Den Trick. Da steht PI zu P, ja, glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt Dannys Set wieder. Ich werde meinen Trick von vorhin nochmal probieren. Ich bin echt mal gespannt, weil ich habe den sehr lange nicht mehr gemacht. Sehr, sehr lange. Auf jeden Fall, das wird jetzt sehr spannend. Dann steht BI zu BI. So Leute, ich mache jetzt auch mal einen Trick über die Resi und das wird ein Whip-Bar-Whip sein. Ich glaube, du sollst den schon hinkriegen, oder? Ja, manchmal schaffe ich den, aber mal gucken. Du hast jetzt vier Tries, weil ich habe ja gesagt, stimmt. Weil am Ende hat man ja automatisch drei und ein Redo hast du ja noch. Das heißt, du hast jetzt vier Tries, um den zu schaffen. Der wird. Oh, was war das für ein Try? Direkt nochmal. Schon besser. Alle guten Dinge sind drei, heißt, der wird jetzt. Oh,
Digga, Danny, du musst dich schon konzentrieren. Mein letzter Try. Ich bin jetzt schon müde. Sehr schade. So Leute, damit würde ich sagen, beenden wir einmal das Game of Pick. Es steht PEG zu PE, das heißt, Danny hat verloren. Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und schreibt natürlich in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.